Können wir auch machen. Okay, dann lass uns erstmal adden. Am besten, du schreibst deinen Namen. Schau mal in mein Discord-Profil rein, was drin steht. Da steht immer noch, die Zielperson ist zurzeit nicht online. Ah, jetzt. Hallo, das sagt immer, dass die Zielperson nicht online ist. Ah, ist das irgendwie so ein Bug oder so? Nee, weil ich du musst eine Stunde lang oder so online sein, dass die Nachricht nicht kommt. Gut, mega dumm. Ja, also wie gesagt, ich hab zwar ein paar Dungeons mal gespielt, aber denen jetzt nicht, also. Okay. Manchmal habe ich halt Erfahrung, aber manchmal jetzt auch nicht. Als ob ich nicht den Dungeon machen kann, weil ich nicht. Oh. Ich krieg ein Raster. Was ist los? Boah, ich bin gleich wieder da. Ich muss kurz Charakter wechseln. Ach, liegt's am. Ja, warte, dann. Ich habe auf dem Warlock die Mondstory noch nicht angefangen und kann deswegen. Den ja, dann ändere ich auch kurz den Charakter, weil ich wollte es eh noch mit meinem Warlock machen. Ich habe nämlich auch noch vergessen, den zu ändern. So ist besser. Gebe ich das am besten nochmal ein. Hast du jetzt deinen Charakter geändert? Ja. So. Was ist das für ein Schiff? Raster, Alter. Du darfst reinfliegen. Okay. In der Hoffnung, dass es dann das Game ignoriert. Ja, ich kann reinfliegen. Reinfliegen, okay. Wie hast du dieses Spaceship bekommen? Was hab ich drin? Achso, der Stein. Mutproben der Ewigkeit. Wenn du da deinen Rang auf Maximum hochkleinst, kannst du bei Store da in der Mitte die Kiste aufmachen. Was ist das für ein Teil? Sieht einfach so aus wie so ein Scheißhaufen. Wie so ein Meteorit. Okay, und dann also gibt's noch einen Shader, der heißt Fotofinish, dann wechselt dein Meteorit noch durchgehend die Farbe. Ich habe jetzt nicht die besten Waffen, aber ich habe zum Beispiel die Prometheus, also die Prometheus, so wird sie genannt. Die soll ja sehr gut sein. Entscheidend. Hoffe ich mal. Ist sie auch. Gut. Am besten ich spiele noch Solar, weil da kann ich ja den Brunnen benutzen. Oh. Gut. Oh Gott, geht's da tief runter. Kannst nicht an Fallschaden sterben. Nee, aber mit einem Warlock ist das ja eigentlich einfacher. Ist der Dungeon sehr schwer oder geht der so? Hm. Nee, das ist eigentlich nicht. Muss mal ganz kurz die Musik ein bisschen leiser machen. So. Braucht man ein Schwert? Nö, ist relativ egal, was du spielst. Okay, ja, dann bleib ich lieber bei meinem Raketenwerfer. Oder den Granatenwerfer, ja gesagt. Das habe ich mal auf so einem Bild gesehen, diese riesige Festung hier. Du brauchst wahrscheinlich eine Erklärung, oder? Ja, und ich fall gerade runter. Scheiße. Naja, es ist nicht schlimm, wenn du einen Moment findest hier. Ich bin fast tot. Meine Güte. Okay, und was sind diese Symbole hier?
Basically, da spring mal in den Tower, wo das Symbol drin ist, rein. Oben mittig in das Loch. Ja, dann müsstest du auf so einer Plattform stehen. Ja. Ja, einfach kurz stehen bleiben. Auf der Plattform mittig. Mittig unter dem Loch. Das müsste so eine Plattform sein. Zum drüber oben. Einfach kurz darauf stehen bleiben. Ja, ja, da, das hat sich gerade bewegt. Ja, und dann so, dass du hoch kommst. Gut, kannst du oben. Mir rüberspringen? Ja, so ein schöner Aufzug. Also die Räume oder die Türme laufen immer so ab. Hier draußen steht irgendwo ein Ritter, den muss man töten. Mhm. Dann kann man reingehen und dann ist entweder so ein Typ mit dem Schwert da. Und wenn so ein Typ mit Schwert da ist, sind oben drüber drei Symbole. Wenn man jetzt einen Typ mit Schwert umbringt, braucht man nicht auf der Karte. Und die Räume, also die Symbole, müssen wir wahrscheinlich besuchen und dann alle den Ritter töten. Das Schwert, dann haben wir jetzt die drei Symbole. Ich erkläre Pit einem Neuling. Oh, hi. Ist ja gerade jemand nachgejoint, ich kann gerade nicht sehen. Ja. Ich bin retard, ich habe mir meine Symbole nicht mehr. Ey, da ist noch ein Schwert für dich. Oh, warte, dann mach ich den mal weg. Die Waffe ist stark, Alter. Okay, jetzt habe ich auch ein Schwert. So, und jetzt müssen wir wahrscheinlich zu den anderen Türmen, oder? Ja. Ich bin gerade am Überlegen, mit PlayStation. Als PlayStation Plus zu kaufen, müssen die ohne zu spielen. Jetzt echt langweilig. Ziemlich mal flawless, danke. So. Das war mit Shrieker. Du blockst jetzt mal mit dem Schwert. Und schaust. Block. Block. Wie block ich denn nochmal? C. Knacker. Achso. Und dann schaust du währenddessen mit Shrieker und legst alles auf den Shrieker. Wow. Der Ogre steht mir im Weg. Der will mich nicht angreifen, der zielt die ganze Zeit auf dich. Jetzt muss er auf dich zielen. Ja, macht er aber jetzt auch. Jawohl. So, haben wir einen Turm. Es fehlen, glaube ich, nur noch zwei. Die Kamera. Ja, man kriegt doch manchmal einfach random fast One-Hit rein. Ja, ich hab's geschafft. Okay. Ich warte auf dich. Ja, du kannst auch schon mal auf der Ebene, wo du bist, weiter nach links laufen oder rund. Ah ja, da. Okay. Geh jetzt, wo ich gerade bin. Wieder den nächsten Dinger hochnehmen, falls da einer ist. Ja, okay. Ja, ja, ich seh's. Beine schlafen ein.
Oh, scheiße, der Ogre war in meinem Weg. Und hier ist der letzte. Der zweite. Hier ist der Knight. So. Den kommen wir nur mit Nahkampfschlag. Linksklick schlagen. Oder Ult. Gut. Dann haben wir das letzte noch, das nächste unter uns sein. Ich habe nicht mehr viel Schwertmuni. Das heißt, wir brauchen ein neues wahrscheinlich. Ich hab 11. Hier irgendwo müsste meines Wissens einfach rumlaufen. Die Hexe. So. Kannst du nur mit. Nein, da vergisst du zu blockieren. Die kannst du nicht mit blocken. So. Ach, die kann man nicht blocken? Nein, die musst du mit Fernkampf wegmachen. Okay, ich habe also leider keine Muni mehr. Ja, irgendwo hier müsste einer rumlaufen. Oh, ich komme mal nach. Ich hab gehört. Hast du eins? Ja, dann ist, da läuft sogar noch ein Freiwilliger rum. Okay, aber ich kann gerade nicht, weil ich bin so am Arsch gerade. Junge, Junge. Der ist gerade in den Tod gesprungen. Bei mir hier oben liegt noch ein Schwert für dich. Ja, ich komm hoch. Und einmal runter. Du kannst mit dem Schild übrigens den Nahkampf oder den Schlag ganz sofort spammen und verlierst du kaum Höhe. Kannst also mehr oder weniger fliegen. Das habe ich schon bei welchen gesehen, so. Da haben die in Raids das mal gemacht. Das ist aber eher wahrscheinlich mit Eager Edge gewesen. Weiß ich nicht. Hab davon keine Ahnung. Diese Hexen. Movement-Puppe.
haben es geschafft. Also die erste Passage. Ja. Du musst also einmal Shrieker, Hexe und Ritter umbringen mit dem Schwert, dann geht in der Mitte hier in den Turm ein Strahl an da rein. Und das will ich. So, und was kommt jetzt? Eine von den Türen ist richtig. Ja, hier sind ja sehr viele Türen. Was ist hier? Hier ist irgendwie so eine Lücke. Einfach, er ist einfach besser. Ich hab's gerade so gesehen, so mit meinem Auge. Deswegen dachte ich mir so, hä? Da ist irgendwas faul. Ich hab davor wirklich nicht den Dungeon angeguckt. Ich schwöre. Die Grube. Die Ogre einfach ignorieren, einfach möglichst schnell an den vorbeilaufen. So. Aber ich würde die gerne vernichten. Ich will XP haben. Nehmen die Kugel mit. Ich habe eine andere Kugel. Ja, ich habe eine Stasis-Kugel. Nee, Strand-Kugel. Ja. Ah, stimmt, die Spread-Kugel. Ja, oh Gott! Geht doch alle mal hier weg. So, alle raus hier. Hallo Ogre, wie geht es dir? Boah, Junge, Junge. Da ist gleich noch einer. Ja, ich bin leider nicht so schnell. Kugel gibt man hier dann an der Tür ab. Ach, wir brauchen drei davon, okay. Das sind noch zwei. Und dann gehen wir hier direkt wieder rein. Holen uns jetzt mal nächste Kugel. Mit. Ich bin genau hinter dir. Hier der erste Eingang, sondern da das zweite Eingang. Ja, war mein. Hier runter oder was? Nee, doch nicht. Au! Ja, okay, ich bin glaube. Nee, ich bin noch nicht tot. Geh du schon mal weiter, ich komme gleich nach. Ab die letzte Kugel. Genau hinter dir. Ich finde es lustig, dass man die Ogre mittlerweile einfach großteils ignorieren kann. Damals haben die einfach One-Hit gemacht. Die fokussieren sich auch nur auf eine Person. Nicht in die Mitte laufen halt. Warte, was? Komm zurück. Ach, scheiße. Ah, war noch knapp genug. Ach, wegen dem Banner. Mhm. Also das Encounter hier ist simpel erklärt, man darf nicht zu lange von der Party runter sein. Und man muss gleichzeitig hinter uns an diesem Ding hier wieder 6 Kugeln abgeben.
Gut. Und die droppen, also irgendein... Ah, die großen Bosse droppen es, oder was? Ja. Gut. Passt. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Kugel holen, wir die dann abgeben. Und was war der nächste? Oh Gott, von oben auch noch. Ja. Oh mein Rift. Hilfe. Weil ich mache hier mal das große Rift. Der Brunnen. Gott, die Ritter da oben nerven mich gerade übelst. So, einmal eine Kugel für dich, die darfst du abgeben. Ja, yep, hab ich. Es geht da, dabei übrigens darum, wenn man auf der Platte steht, kriegt man so Curse of Suffering Stacks. Ich weiß nicht, wie die heißen. Flucht des Leidens, meinst du? Ja, ja. Und der baut sich nur ab, wenn man eine Kugel abgibt. Und da bin ich wahrscheinlich geschwächt. Na, oh, ich mach na, doch nein, die nein, wenn du bei mal 10 bist, klappst du einfach um. Ach so, oh. Wie jetzt? Ja. Hast du irgendwie eine Sniper, um die da oben wegzuballern? Ja, mach ich grad schon. Komm, fährst du. Ja, keine Chance. Oh, haben wir es geschafft? Ich habe gerade gar nicht mitbekommen. Und eine Dungeon-Waffe habe ich bekommen. Vorhornung. Ein Impulsgewehr. Oh, jetzt kommt Parkour-mäßig irgendwas. Als ob! Ich habe es perfekt dazwischen bekommen. Okay. Mit. Hier rauf. Ja. Ah! Was meine ich hier? Ich habe jetzt nur so Fragmente bekommen. Fragmente? Okay, das ist echt Scam. Hä, hey, bekommt man da irgendwas Krasses? Nö. Man kriegt manchmal Dungeon Loot raus. Aber ich verstehe nicht ganz, wie die Loot. Ja, super, ich hab den größten Scheiß bekommen. Links das erste, rechts das dritte und rechts das erste. Okay. Da komme ich nicht mehr ran. Scheiße. Warte, ich komme zurück. Du hast Icarus Dash drin. Du kannst mitten in der Luft die Richtung ändern. Ich hab trotzdem verkackt. Ah, ich werde bei dir gespawnt. Wie du. Du hast eh bei meiner Position.
Icarus Dash. X. Während du in der Luft bist und Tasteneingaben in die Richtung machst. Hier ist mal aus. Ah ja! So. Okay. Oh, das sind einfach immer so kleine Mini-Boss-Hexen, sag ich jetzt mal. Ja, ist aber, glaube ich, nichts Spannendes. Nicht wirklich. Okay, da komm ich auch nicht mal ran. Okay, dann halt hin. Na, jetzt hab ich's verkackt damit. Ah, sorry. Er muss dich ja nicht entschuldigen für. Und das ist eine Sache, die kann man nicht direkt. Ja, hier ist es auch ein bisschen schwierig. Oh. Der effizienteste Weg, wahrscheinlich. Ah, die komplette Runde laufen. Ja, ich folge dir einfach mal. Du wirst mich schon richtig leiten können. Sehe nichts mehr. Hilfe, wo bin ich? Ah, da. Ja, ich hab's gesehen. What? Da ist er mir auf den Kopf gesprungen, glaube ich. Das ist wirklich der Mordanschlag. Sorry. Oh Mann. Wie geil das aussah. Wie in Super Mario. Ja, ich sehe in manchen Positionen nichts. Warte, ich läufst einfach ins Leere. Vielleicht sollte ich meinen Monitor einfach heller machen. Mach das Game einfach auf maximale Helligkeit. Keine Angst, warte, siehst du immer noch nichts danach. Bringt das wirklich nichts? Ich wollte das nicht wirklich gerade machen. Ja, also schon wieder. Ich sehe hier schon was, aber. In der gleichen Position. Ich probiere mal Helligkeit auf ganz hell. Da, Helligkeit auf 7. Ey, siehst du ja immer noch nichts. Ja, aber jetzt. Oh, dritte Hexe tot. Fertig. Gut, haben wir's. Ich wusste wirklich noch nie, dass man diesen Dash machen kann. Danke nochmal. Bist du ausgerüstet? Als ob du dir nicht durchgelesen hast, was du ausgerüstet hast. Tatsächlich habe ich mich da einfach nur rumgeklickt. Ich finde diesen neuen Skillbaum irgendwie nicht so geil. Ist mir alles zu kompliziert. Ich kann dir gleich mal nach dem Dungeon schon ein bisschen was Gutes zusammenstellen. Empfehlungen geben? Ja. Also ich habe ja alle Solarfähigkeiten, weil ich ja. Oh, wer redet denn da gerade? Honig, Dude. Der chillt hier wieder mal nur drin, weil ihm langweilig ist. Wenn er beitreten. Nee. Geht das ja viel einfacher. Mal Kid Boss machen. Free Loot. Gibt gute Rüstung. Leitige den Quäler. Ist das hier schon ein Endboss?
Ja. Lol. Okay, das ging ja schnell. Ich opfer mein Banner. Soll ich noch irgendwelche besonderen Waffen mitnehmen, weil du gerade deine Waffen änderst? Hast du Lament? Oder besitzt du Lament? Die Klage? Das ist ein Schwert, ein exotisches. Also ich habe hier Halbwahrheiten, ein Schwert. Ich guck jetzt nach. Ist so nicht tatsächlich. Ah. Kannst du einen Rocket Launcher spielen? Welchen soll ich denn spielen? Ich habe zwei exotische nur. Dann Galahorn. Gut, oder Drachenatem. Ja, ich glaube, Geierhorn ist ein bisschen besser. Dann ändere ich Prometheus mit meinem Revolver. Das ist eigentlich immer spaßig. Gut, dann los geht's. So, hier jetzt selbe Prinzip wie ganz am Anfang an dieser Wand. Wir töten einen Ritter, nehmen das Schwert und nieten einen Miniboss nach dem anderen um. Ja, genau das wollten wir aufheben. Achso, kannst auch gerne meins. Ja, passt. Nein. Passt ja, wenn du das hast. Ich reg's bloß manchmal auf, dass die Strandkugel über dem Schwert priorisiert wird. Nee, dann hebt man halt immer aus Versehen was anderes auf. Mhm. Und im nächsten Moment ist es wieder anders von der Priorisierung. Nice Game. Okay, ich hab die Kugel. Oh. Ja, die muss einmal in die Mitte. In das Ding dann. Ah, da seh ich's. Gut, ist drinne. Ja, und dann hier hinter dir das Schwert einmal nehmen wahrscheinlich. Ah ja, da ist es. Kannst du ja das andere Schwert da hier nehmen? Hier hinten ist bestimmt auch noch ein Boss. Sorry, dass ich gerade schreie. Komm, geh mal weg hier. Bei dem ist übrigens, du kannst zweimal schlagen, dann einmal kurz blocken, dann blockst du seinen Attack weg. Ja, nee, der hat ja eh nicht viel Schaden gemacht. So, ja, Kugel ist drinne. Ach, verdammt nochmal. Ja, ich bin schon. Kein Schwert. Ja, ich mach mal kurz den Spiel. So. Gleich zur Damage-Phase. Wir müssen in dem Kreis um den Kristall rum drin sein. Gut. Dass wir Damage machen können und ja. Soll ich dann den Brunnen aktivieren? Jetzt kannst du. Jetzt sind jetzt hier Geierhorn rein. Hau halt ab. So, und raus aus der Mitte. Jetzt ist er bestimmt noch immun. Wieder. Ja, und wenn du in der Mitte stehen bleibst, stirbst du. Okay, jetzt den Vorgang wiederholen. Ja. Geh mal weg. Wo ist der Boss? Da.
Gut, hab die Kugel. Und sie ist drinnen. Scheiße, nein, ich bin runtergefallen. Jo, ich hol dich gleich. Erstmal schauen, dass ich überlebe. Ich 30 Sekunden versuchen zu überleben. Dann komme ich wieder. Oder du machst das hier. Perfekt. Noch einer. Gut, ich bring mal die Kugel dorthin. Dann wahrscheinlich direkt wieder in die Mitte. Und dann einfach draufballern. Jawohl! Nice. Ich hab sogar das Abzeichen bekommen. Mein Loot geht flying. Der ist irgendwo da nach hinten geflogen. Endlich ein neues Abzeichen. Wow. Ey, das sieht voll geil aus. Warte, hier. Ich gebe dir sogar noch ein Abzeichen, auch wenn ich das nie mache. Du bist... heroisch. Als ob du das gleiche auch bei mir gemacht hast. Ja. Gut, dann nochmal Dankeschön für die Unterstützung hier. Also es ist ja nicht mal leicht, Unterstützung zu bekommen. Gut. Ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende. Jo, ebenfalls. Gut. Ciao, ciao. Ciao. Was für ein netter Kerl. So, gehen wir auch raus. Ja, und damit würde ich auch sagen, war es das erstmal hier mit dem Video. Das war der Sog der Ketzerei oder so. Wie heißt der Dungeon? Grube der Ketzerei Dungeon. Gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Diesmal dann in Europa und zwar mit der Kampagne Jenseits des Lichts. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.